Ich wünsche mir das für alle. Ich wünsche mir das auch für die Zuschauer, die da sind, dass wir ein neues Kapitel jetzt schreiben. Ich gucke jetzt hier gerade hinter mich und es ist wahrscheinlich das einzige Mal in dieser Saison, dass da keine Tabelle steht. Und ich glaube, dass wir, und das ist das Gefühl, was ich aus der Mannschaft wiedergeben kann und was ich auch habe, wir sind unglaublich heiß darauf, es dieses Jahr auf jeden Fall jedem zu zeigen, für was für einen Fußball wir stehen wollen, wie hungrig wir sind und dass man auch im Stadion immer wieder dieses Erlebnis zum Glück mit Zuschauern hat. Das ist natürlich so ein bisschen die Krönung, dass jetzt doch Zuschauer am ersten Spieltag da sein dürfen, dass dieses Leben wieder da ist. Und dieses Unverbrauchte, dieses Mutige, es ist ein neues Kapitel. Das soll man sehen am Samstag. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass wir das ausstrahlen. Über das Spiel, aber auch über die gesamte Saison. Und es ist einfach so. So blöd es klingt, jeder startet mit 0 Punkten und diese Situation, die hatten wir sehr lange nicht. Wir sind letztes Jahr mit dem Fehlstart reingegangen, 2 Spiele nicht gewonnen, dann war die ganze Saison schwierig und jetzt ist das nicht so. Und ich wünsche mir das für alle. Ich wünsche mir das auch für die Zuschauer, die da sind, dass wir ein neues Kapitel jetzt schreiben. Wir reden nicht von irgendwas, was wir wiederfinden wollen, was es noch nie gab, sondern wir haben über fast 2 Jahre für einen sehr, glaube ich, anerkannten Fußball, der attraktiv und offensiv war, zielgerichteten, dominanten Ballbesitzfußball gestanden in der Liga. Auch das muss man immer wieder betonen, mit Möglichkeiten, wo Frank Spieler für uns begeistern konnte. Das war nicht alltäglich. Und das haben wir im letzten Jahr verloren, über ein halbes Jahr. Und deshalb ist das für uns der wichtigste Anspruch an diese Saison. Diesen Fußball wiederzufinden. Also erstens, wir geben kein Vermeidungsziel aus. Wir gehen auch nicht in die Saison und sagen, wir wollen einfach nur nicht absteigen. Das hat auch keiner von uns gesagt. Und das Zweite ist, wir setzen nur Ziele, die wir nach außen kommunizieren, wenn es sinnvoll ist für die Mannschaft. Und vor 2 Jahren war es sinnvoll für die Mannschaft und den gesamten Verein aus unserer Überlegung heraus von Frank und mir, weil wir signalisieren wollten, wir wollen dahin, wir müssen da aber nicht hin, aber auch immer ganz klare Formulierung. Aber wir sollten uns auch nicht zu klein machen und immer, ja, dieses, was eben gesagt wurde, wirklich auch ambitioniert sein. Was ich über diese Mannschaft bislang kennengelernt habe in der Kabine, ist Selbstzufriedenheit oder nicht komplett da sein, ist nichts, was ich bei denen feststellen kann. Über diese Gruppe. Dementsprechend brauchen sie auch nicht diesen externen Anreiz, dass jede Woche jemand dasteht und fragt, ihr wolltet doch aber eigentlich das und das erreichen. Vor 2 Jahren war das sehr sinnvoll. Und in diesem Jahr ist es nicht nötig. Und deshalb machen wir uns diesmal diese Flanke nicht auf. Das Ziel kam letztes Jahr aus der Mannschaft. Es wurde auch von der Mannschaft als erstes kommuniziert im letzten Jahr. Defensiver würde ich nicht sagen, aber ich sitze hier gerade vielleicht gar nicht so unbedingt als Trainer, sondern als ausnahmsweise als Sprecher der Gruppe. Weil das sind Themen, die haben wir miteinander besprochen. Das ist ja nicht so, dass wir haben es in diesem Jahr wirklich so gehandhabt, dass das ein Austausch war zwischen Trainerteam und Mannschaft. Und wir gemeinsam festgelegt haben, was wir als Vorgabe für die Saison geben. Und da war das einhellig, was ich eben gesagt habe. Und von daher trägt die Mannschaft das komplett mit. Aber ich würde da nicht von Defensiver sprechen. Nochmal, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Alles andere wäre Quatsch, sonst müssen wir nicht in die Saison gehen.